Die Themen heute in Abenteuerforschung: Der Mensch spielt Gott über das Klonen von Lebewesen. Zwillinge, geklonte Menschen in der Natur. Sind wir nur die Summe unserer Erbmoleküle? Und der Blick in die Zukunft. Klont sich jeder sein Ersatzteillager für ein längeres Leben? Guten Abend, meine Damen und Herren. Viel Aufregung gibt es über das Klonen, über die Herstellung von genetisch identischen Organismen. Und es ist nun wirklich nicht besonders beglückend oder einfallsreich, sich in Hunderten von identischen Versionen zu begegnen. Die Frage ist, ist über das Klonen es überhaupt zu erreichen, einen identischen Organismus herzustellen? Ist es möglich, Hunderte von Einsteins zu produzieren? Nun, die Diskussion begann vor einiger Zeit, weil man die Technik des Klonens erweitern konnte. Die Frage ist, ob diese Technik überhaupt so funktioniert, wie sie geschildert wurde und wo die Grenzen liegen. Und das können wir uns jetzt einmal anschauen. Eine befruchtete Eizelle teilt sich. Neues Leben wächst heran. Durch die unzähligen Teilungen entsteht ein Organismus. Alle Zellen des neuen Lebewesens besitzen das gleiche Erbgut, die gleiche DNS. In der Anfangsphase, nach nur wenigen Teilungen, ist noch nicht entschieden, welche Aufgaben die Zellen einmal übernehmen werden. Das Erbmolekül ist für alle Möglichkeiten offen. Alle Gene können jederzeit aktiviert werden. Und deshalb kann in diesem frühen Stadium der Entwicklung aus jeder einzelnen Zelle ein neues Lebewesen entstehen. Tierzüchter benutzen dieses Wissen schon seit vielen Jahren, um identische Tiere zu erzeugen. Dazu werden die sich teilenden Eizellen manipuliert, wie dieser Schafembryo, der sich im Vierzellenstadium befindet. Er wird aus der Eihülle geholt und in vier einzelne Zellen zerlegt. Damit sich daraus Embryonen entwickeln können, müssen die Zellen dann in vier fremde, entleerte Eihüllen gebracht werden. Ihr gelingt das mit der ersten Schafszelle. Getrennt voneinander entwickeln sich nun die Zellen weiter. Hier haben sich aus den embryonalen Zellen vier identische Schafe entwickelt. Der Nachteil: die Zahl der Klone ist bei dieser Methode begrenzt. Entwickelt sich ein Embryo durch Teilung über ein Stadium von etwa 8 Zellen hinaus, so verlieren die Zellen ihre universelle Eigenschaft. Sie verändern sich mehr und mehr und spezialisieren sich für die verschiedenen Aufgaben im komplexen Organismus. Offenbar werden dazu unterschiedliche Gene im Erbmolekül blockiert oder angeschaltet. Gesteuert wird dieser Prozess von einem komplizierten genetischen Programm. Es sorgt dafür, dass in den Zellen immer wieder Gene an- oder abgeschaltet werden. Im Zusammenspiel der Zellen entstehen so die verschiedenen Gewebe, die Organe, die äußere Form des neuen Lebewesens. Die Veränderung ist unübersehbar. Immer deutlicher ist zu erkennen, dass sich hier gerade ein Frosch entwickelt. Das in jeder Zelle identische Erbmolekül funktioniert unterschiedlich. Je nach Zelle sind nur bestimmte Gene in Bereitschaft. In dieser Hautzelle sind die hell erscheinenden Gene aktiv. Die dunklen Bereiche der DNS sind abgeschaltet. Das macht diese Zelle zu einer Hautzelle. In einer Zelle aus dem Auge wiederum sind andere Gene aktiv oder abgeschaltet. Je
Jede Zelle besitzt zwar nach wie vor das gesamte genetische Programm für die Entwicklung eines kompletten Organismus, aber es ist nicht mehr in all seinen Möglichkeiten zugänglich. Die Körperzellen eines erwachsenen Lebewesens haben sich so vom embryonalen Urzustand weit entfernt. Aber Forscher versuchten bereits in den 60er Jahren, auch aus solchen differenzierten Zellen Tiere zu klonen. Benutzt wurden dazu Hautzellen von Fröschen. Ihr bereits spezialisiertes Erbmaterial wurde in Froscheier injiziert, denen man die DNS zuvor entzogen hatte. Tatsächlich begannen sich einige der so behandelten Eier auch zu teilen. Es entstanden sogar Kaulquappen, aber diese waren nicht weiter lebensfähig. Das Potenzial des Erbmoleküls aus der Hautzelle war offenbar ausgeschöpft. Erwachsene Frösche entwickelten sich in diesen Experimenten nicht. Daraus folgte die allgemeine Lehrmeinung, aus erwachsenen Zellen kann man nicht klonen. Experimente an Schafen jedoch scheinen diese Aussage umzustoßen. Aus Schottland kam im vorigen Jahr die sensationelle Nachricht über Dolly, dem ersten Lebewesen, das aus einer Körperzelle hervorgegangen sein sollte, so wurde behauptet. Die Zelle, aus der Dolly entstand, war eine Euterzelle. Sie stammte aus einer Zellkultur von einem 6-jährigen, trächtigen Schaf. Die Zellen hatte man schon vor Jahren entnommen und sie schlummerten tiefgefroren, bis sie nun zu Ruhm gelangten. Und so wurde Dolly geschaffen. Aus einer gewöhnlichen Schafeizelle entfernten die schottischen Wissenschaftler das Erbmolekül. Dazu stießen sie mit einer Mikrokanüle durch die feste Eihülle und saugten den Zellkern ab. Anschließend wählten sie eine Euterzelle aus und injizierten sie in die Eizelle. Damit erhielt die Eizelle das Erbgut der hochspezialisierten Euterzelle. Mehrere der so behandelten Eizellen wurden anschließend zwischen zwei Elektroden platziert. Die Hoffnung, im elektrischen Feld verschmelzen Eizelle und die fremde, eingebrachte Körperzelle. Die Entwicklung eines Embryos wird in Gang gesetzt. Unter dem Einfluss der verschiedenen Zellinhaltsstoffe der Eizelle wird das Erbgut der spezialisierten Körperzelle anscheinend in seinen universellen Urzustand zurückversetzt und die Genprogramme zur Entwicklung eines Schafs werden von neuem aktiviert. Allerdings scheint diese Methode nicht besonders effektiv. Insgesamt 277 Eizellen fusionierten die Forscher mit Euterzellen. Nur 29 Keime entwickelten sich weiter und wurden in Leihmütter eingesetzt. Fast alle starben im Mutterleib, aber ein Lamm erblickte nach 5 Monaten Tragezeit das Licht der Welt. Dolly könnte der lebende Beweis dafür sein, dass im Grunde irgendeine Zelle eines erwachsenen Tieres genügt, um es zu kopieren. Nach der ersten Euphorie oder nach dem ersten Entsetzen, je nachdem, wie man es will, wurden auch erste Zweifel laut, ob Dolly wirklich aus einer erwachsenen Zelle entstanden ist. Das Spenderschaf war zu diesem Zeitpunkt trächtig. Man könnte also aus dem Blut durchaus eine Fötuszelle erwischt haben oder eine Stammzelle, die alle Möglichkeiten für die DNS noch offen lässt. Nun, in der Wissenschaft gilt ja immer, erst eine unabhängige Gruppe muss dieses Experiment wiederholt haben, dann wird diese Theorie oder das Ergebnis akzeptiert. Nun, bei Dolly ist das ein bisschen schwierig, denn es gibt
viele Fehlversuche und auch die Austragezeiten sind relativ lang. Aber zurzeit versucht sich eine Gruppe in Frankreich an diesem Experiment. Und selbst wenn das Klonen dann mit einer erwachsenen Zelle gelungen sein soll, dann ist immer noch die Frage, was passiert mit dem Klon? Es ist wirklich ein identisches Lebewesen, denn die DNS aus einer erwachsenen Zelle, die ist ja gealtert. Äußere Einflüsse haben diese DNS ja auch verändert. Und da bleibt die Frage offen, wie gut ist wirklich dieses identische Lebewesen? Einige Versuche dazu. Ein Rinderfötus, etwa 30 Tage alt, dient diesen Forschern als Ausgangsmaterial für das Entstehen von erbidentischen Tieren. Der Fötus sieht bereits aus wie ein Rind in Miniformat. Er hat Gliedmaßen, der Schwanz und auch die Organe sind schon entwickelt. Von Interesse für die Forscher sind aber die Bindegewebszellen. Der Fötus wird zerteilt und dann versucht man, Zellen herauszufischen. Klar ist, dass es sich hier nicht mehr um embryonale Zellen handelt. Die Zellen haben sich in diesem Stadium bereits weitgehend differenziert. Die Fötuszellen werden in Kulturgefäßen mit entsprechenden Lösungen versorgt, bleiben über einige Wochen am Leben und vermehren sich. Millionen von Zellen können hier wachsen und jede von ihnen kann später zur Klonierung verwendet werden. Die Technik dazu ist dann dieselbe, die man auch bei Dolly angewendet hat. Eine Eizelle wird zunächst entkernt. Dann wird eine Rinderfötuszelle aus der Kultur ausgewählt. Sie wird mit Hilfe einer Mikrokanüle angesaugt und schließlich in die Eizelle eingepflanzt. Entwickelt sich die so neu kombinierte Eizelle tatsächlich weiter, kann sie in eine Leihmutter implantiert werden. Die Kuh hat man vorher hormonell stimuliert, damit sie auch empfängnisbereit ist. Wenn alles gut geht, wächst der Embryo in der Kuh normal weiter. Und schließlich wird ein gesundes Kalb geboren. Entstanden aus im Labor vermehrten, bereits differenzierten Körperzellen eines Fötus, die sich anscheinend für die Klonierung viel besser eignen als Zellen von erwachsenen Tieren. Der Vorteil, nicht nur einige wenige erbgleiche Individuen könnte man auf diesem Wege produzieren, sondern gleich Hunderttausende. Somit wäre möglich, dass eines Tages riesige Herden von identischen, optimalen Milch- und Fleischproduzenten auf den Weiden grasen. Tierische Monokulturen sozusagen. Der rasante Fortschritt der Klontechniken im letzten Jahr lässt Exzentriker schon davon träumen, nicht nur Nutztiere, sondern alle möglichen Wesen zu vervielfältigen. Im Mittelpunkt dieser Visionen steht der Mensch. Lebende oder verstorbene Personen zu klonen, für den einen ist das Hoffnung, für andere eine Horrorvorstellung. Doch davor stehen noch große Probleme. Und die liegen im Erbgut. Bei einem Fötus ist es noch intakt. Das ändert sich aber mit dem Älterwerden. Denn neben dem Äußeren altert auch die DNS, das Erbmolekül. Im Laufe der Jahre treten bei der ständigen Kopierung des Erbguts immer mehr Fehler auf. Beschleunigt wird dies durch schädliche Umwelteinflüsse. Ob dann diese mit Fehlern behafteten Körperzellen in der Lage sind, wieder den kompletten Organismus hervorzubringen, ist unwahrscheinlich. Zumindest, und das zeigt auch das Experiment Dolly,
müssten sicher unzählige Embryonen erzeugt und verbraucht werden, bevor der erste Klon geboren würde. Die Vision von geklonten Kindern als Massenware bleibt so nur Utopie. Es gibt also zunächst einmal rein technische Probleme, Heerscharen von identischen Menschen aus erwachsenen Zellen herzustellen. Keiner weiß, wie stark die DNS letztendlich geschädigt ist, die ja den Embryo steuern soll. Und die DNS aus Verstorbenen zu benutzen, das erscheint aus heutiger Sicht sehr unrealistisch. Diese DNS hat so starke Schädigungen, dass sie sicher nicht die Entwicklung mehr steuern kann. Es gibt ja auch keinen Grund, eigentlich Menschen, verstorbene Menschen zu klonen. Dieses Klonen ist ja keine Erfindung der Wissenschaftler, sondern auch in der Natur wird geklont. Diese Art der Fortpflanzung ist sogar älter als die sexuelle Fortpflanzung, bei der ja Gene gemischt werden. Ein Wasserfloh unter dem Mikroskop. Am Rücken befindet sich der Brutraum, in dem er seine Eier aufbewahrt. Die Eier sind nicht befruchtet. Und doch entwickeln sich daraus neue Wasserflöhe, die lebend geboren werden. Ihre Nachkommen sind wiederum Weibchen, jedenfalls solange die Umweltbedingungen wie Temperatur und Nahrungsangebot optimal sind. Es sind natürliche Klone mit identischem Erbmaterial. Verschlechtern sich allerdings die Bedingungen, dann setzt die Natur wieder auf sexuelle Vermehrung, auf die Durchmischung des Erbguts durch Männchen. Auch in Texas klont die Natur. Die dort lebenden Rennechsen vermehren sich sogar immer ohne Sexualität. Es gibt keine Männchen, also auch keinen Geschlechtsakt und deshalb auch keine Neukombination des Erbguts. In den Eiern entwickeln sich immer Weibchen. Alle Nachkommen tragen genau identische genetische Informationen. Es sind Klone. Allein durch Mutationen kann es zu Veränderungen in ihrem Erbgut kommen. Anders als bei der sexuellen Vermehrung, wo die genetische Information stets neu durchmischt wird, haben sie nur so die Möglichkeit, sich verändernden Umweltbedingungen anzupassen. Seit jeher spielen Klone auch eine wichtige Rolle für den Menschen, wie hier beim Brauen von Bier. Die für die Gärung des Bieres verantwortlichen Hefezellen sind natürliche Klone. Ihre genetische Erbinformation ist in allen Zellen gleich. Bei der Teilung wird sie unverändert an die Tochterzellen weitergegeben. Auch so bleiben die Qualität und der Geschmack eines Bieres garantiert. Das Klonen hat schon sehr früh die Wissenschaftler interessiert. Und es gelang ihnen sogar, höhere Organismen künstlich zu klonen. Am Anfang des Jahrhunderts machten sie Versuche an Molcheiern, um deren Entwicklung zu studieren. In diesem frühen Stadium wurden die beiden Zellen eines Keims durch einfaches Schnüren voneinander getrennt. Beide Teile entwickelten sich nun völlig unabhängig nebeneinander. Die Entwicklung läuft darauf hinaus, dass aus jedem Teil wieder ein vollständiger Organismus entsteht. Die Zellen waren in diesem frühen Stadium bei der Abschnürung offenbar noch nicht unterschiedlich angelegt. Das Ergebnis sind künstlich erzeugte eineiige Zwillinge. Solche Versuche gaben auch die ersten Hinweise darauf, dass sich die Zellen im späteren Entwicklungsstadium differenzieren. Wieder wurden Molcheier untersucht. Nach den ersten Teilungen könnte sich immer noch aus jeder Zelle ein vollständiger Molch entwickeln. Wenig später kommt es zu dieser Einstülpung. Einige Zellen liegen außen, während andere ins Innere einwandern. Die Zellen unterscheiden sich nun in ihrer Lage zueinander. Hat dies einen Einfluss auf ihr weiteres Schicksal? Dieses Experiment soll darüber Aufschluss geben. Aus einem Molchembryo wird genau die Stelle herausgeschnitten, an der die Wanderung der Zellen und die Einstülpung beginnen. Diese sogenannte Urmundlippe wird in einen anderen, sich parallel entwickelnden Keim an der Stelle eingepflanzt, an der normalerweise der Bauch entstehen würde,
sich also nichts einstülpt. Die Entwicklung der Zellen in diesem Gewebeverband läuft bereits in eine vorgegebene Richtung. Bestimmte Gene sind hier schon angeschaltet, die den weiteren Verlauf der Entwicklung beeinflussen. Ein missgestalteter Embryo ist die Folge. Statt eines Bauches bildete sich eine zweite Kopfregion. Natürliche Klone gibt es auch bei sexueller Vermehrung, sogar beim Menschen. Eine Eizelle wird befruchtet und beginnt sich zu teilen. Doch dann das. Noch bevor sich die Eizelle einnisten kann, spaltet sie sich in zwei Hälften, die sich unabhängig voneinander weiterentwickeln. Die Embryonen wachsen zu Föten heran. Was hier nur einige Sekunden dauert, sind in Wirklichkeit mehrere Wochen. Die Ungeborenen sind inzwischen 19 Wochen alt und ungefähr 22 cm groß. Es sind eineiige Zwillinge, natürliche Klone mit identischem Erbmaterial im Innern ihrer Zellen. Bei den eineiigen Zwillingen, bei den natürlichen Klonen werden wieder andere Wissenschaftler aktiv. Sie wollen der Frage nachgehen, inwieweit werden wir von unseren Genen bestimmt? Sind wir mehr als die Summe unserer Gene? Inwieweit spielt die Umwelt bei unserer Entwicklung eine Rolle? Eineiige Zwillinge sind dabei ja ein gutes Studienobjekt, denn sie haben ja das gleiche genetische Material. Und es könnte ja sein, dass sie sich unterschiedlich entwickeln durch unterschiedliche Einflüsse in der Umwelt. Und wenn die Umwelt eine Rolle spielt, dann ist es prinzipiell nicht möglich, mehrere identische Einsteins zu schaffen. Eineiige Zwillinge sind also zum Studienobjekt der Wissenschaftler geworden und dabei kommt es zu Überraschungen. Zwillinge sind eine Laune der Natur. Eine bestaunte biologische Besonderheit. In Twinsburg, einer kleinen Stadt in Ohio, USA, treffen sich jedes Jahr Tausende von ihnen aus der ganzen Welt, um sich selbst zu feiern. Alles dreht sich dann nur um sie. Hier zeigt sich ganz deutlich, dass nicht die Wissenschaft das Klonen erfunden hat. Die Zeugung genetisch identischer Lebewesen wird uns von der Natur, wenn auch äußerst selten, vorgemacht. Eineiige Zwillinge mit identischem Genom verkörpern schon das, was nur oft als Schreckensvision aus genetischen Labors dargestellt wird. Hier in Twinsburg aber ist der natürliche menschliche Klon Kult. Die Wissenschaft hat schon lange ein Auge auf die Masse der Zwillinge gerichtet. Mit den vielen Zwillingspaaren, so die Forscher, könne endlich geklärt werden, welche Eigenschaften und Verhaltensweisen beim Menschen durch seine Gene bestimmt sind und welche durch die Umgebung. Die Universität von Minnesota hat seit den 70er Jahren eine der umfangreichsten Untersuchungen von Zwillingen durchgeführt. In zahlreichen Testverfahren wurden Verhalten und Charaktereigenschaften von Zwillingen verglichen. Die Auswertung ergab, eineiige Zwillinge sind sich in ihren persönlichen Merkmalen, vom Freizeitverhalten bis hin zur politischen Orientierung, viel ähnlicher als zweieiige Zwillinge, bei denen nur die Hälfte der genetischen Information gleich ist. Selbst Ähnlichkeiten in der Schrift wurden mit gleichen Genen in Zusammenhang gebracht. In weiteren Studien wurden die Zwillinge vermessen, gewogen und auf andere körperliche Gleichheit untersucht. Hier war die Übereinstimmung überwältigend. Will man den Einfluss der Umgebung auf die Entwicklung einschätzen, sucht man nach eineiigen Zwillingen, die voneinander getrennt aufgewachsen sind. Weltweit sind nur etwa 70 solcher Paare bekannt. Barbara und Daphne zum Beispiel. Sie wurden gleich nach ihrer Geburt getrennt und wuchsen in sozial völlig unterschiedlichen Familien und Umgebungen auf. Erst nach 38 Jahren entdeckte Barbara, dass mit ihr noch eine Zwillingsschwester zur Welt kam. Die Suche nach ihrem natürlichen Klon dauerte 3 Jahre. Die Wissenschaftler nahmen an, dass die unterschiedlichen Lebenserfahrungen beide auch zu unterschiedlichen Menschen gemacht hätten. Aber erstaunlicherweise zeigten sie viele Ähnlichkeiten. Beide beendeten die Grundschule, arbeiteten dann in der lokalen Verwaltung und heirateten früh.
Beide hatten zunächst eine Fehlgeburt und brachten dann nacheinander zwei Söhne und eine Tochter zur Welt. Ihre persönlichen Merkmale wie Humor, Verhalten und Gestik scheinen trotz sehr unterschiedlicher Kindheit nahezu identisch zu sein. Alles nur Allgemeinplätze oder Zufall. Ein weiteres Beispiel, die Jim-Zwillinge. Auch sie wussten etwa 40 Jahre ihres Lebens nichts voneinander. Beim Wiedersehen stellten sie dann fest, dass sich beide eine Werkstatt für Holzarbeiten eingerichtet hatten. Beide besaßen sie einen Hund, den sie Toy nannten. Beide hatten Jobs bei einer Tankstelle und als Hilfs-Sheriffs. Und in ihrem Garten stellten sie jeweils eine Bank um einen Baum auf. Doch diese ungewöhnlichen Gemeinsamkeiten werden von Wissenschaftlern skeptisch betrachtet. Ein methodischer Fehler in der Befragung oder Darstellung wird vermutet. Aber einige Forscher sind fasziniert von diesen Ergebnissen und glauben, dass sich getrennt aufgewachsene eineiige Zwillinge auch in ihrem Verhalten kaum unterscheiden. Soll es demnach den Einfluss der Umwelt auf unsere Entwicklung nicht geben? Heißt das, dass die Hektik einer Großstadt die Verhaltensweisen und Charaktereigenschaften der Menschen nicht beeinflussen kann? Bedeutet es wirklich, dass die unterschiedlichen Lebensräume auf der Erde oder verschiedene Arbeits- und Lebensbedingungen den Menschen in seiner Art unbeeindruckt lassen? Diese Folgerung will keine der Wissenschaftsgruppen so ausschließlich ziehen. Der Streit geht darum, wie viel man der Wirkung der Gene und wie viel der Umwelt zuschreibt. Schon im Mutterleib können auch bei eineiigen Zwillingen individuelle Entwicklungen einsetzen. Je nachdem, zu welchem Zeitpunkt sich das befruchtete Ei spaltet, können für die zwei heranwachsenden Embryonen unterschiedliche Bedingungen herrschen. Und schon die ersten Erfahrungen im Bauch der Mutter können Spuren in der Persönlichkeit der neuen Wesen hinterlassen. So zeigen Filippo und sein Bruder große Unterschiede in ihrem Temperament und in der Lust und Offenheit, neue Dinge zu entdecken. Während Filippo ohne Angst und voller Neugier einen Schwamm untersucht, hält sich sein Zwillingsbruder abwartend und scheu zurück. Er lehnt das neue Spielzeug sogar ab. Ein paar Monate später zeigt sich dieser Unterschied immer noch. Filippo ist aktiv, sein Bruder bleibt im Hintergrund. Da die beiden Brüder die gleichen Gene besitzen, muss ihr ungleiches Temperament auf die vorher unterschiedlich erfahrene Umwelt zurückgehen. Bei Kathy und Claire war von solch frühen Prägungen durch die Umwelt nicht zu bemerken. In ihrer Erziehung gab es kaum Unterschiede und beide entwickelten sich sehr ähnlich, bis zur Pubertät. Ihr Interesse am anderen Geschlecht erwachte zum gleichen Zeitpunkt. Laut Zwillingsforschung ist dies auch eines der Merkmale, die von den Genen mit beeinflusst werden. Aber die Gene scheinen keine Macht darüber zu haben, wie diesem Interesse nachgegangen wird. Claire liebt länger dauernde Beziehungen, Kathy hat kürzere und dafür häufig wechselnde Freundschaften. Beide besitzen offenbar die Freiheit, nach individuellen Bedürfnissen zu leben, trotz genetischer Gleichheit. In einem Kaufhaus lassen sich Kathy und Claire testen. Sie wollen wissen, inwieweit ihr Geschmack in Sachen Kleidung von ihren Genen beeinflusst ist. Nach langem Suchen und Probieren zeigt sich schließlich, dass beide zwar zu gleichem Stoff und gleicher Farbe gegriffen haben, die Kleidungsstücke aber völlig unterschiedlich sind. Die eineiigen Zwillinge Ted und Tom sind ein Beispiel dafür, dass auch die Wahl des Partners eine freie und damit individuelle Entscheidung ist. Trotz ihrer genetischen Gleichheit fühlen sich beide zu extrem verschiedenen Frauentypen hingezogen. Sie unterscheiden sich sowohl in ihrem Äußeren,
in Größe und Haarfarbe, als auch in Gestik, Temperament und Ausstrahlung. Zudem waren auch die Lebensläufe der beiden Country-Sänger unterschiedlich. Tom war zweimal unglücklich verheiratet, bevor er mit seiner jetzigen Frau zusammenkam. Die Ehe von seinem Bruder Ted hält nun schon seit über 35 Jahren. In manchen Fällen lassen die Gene aber auch keine individuelle Entwicklung zu. Diese eineiigen Zwillinge haben beide eine schwere Sprachstörung, die nicht auf einen Einfluss der Umwelt zurückgeführt werden kann. Gene haben hier eine normale Entwicklung verhindert. Die Methoden der Zwillingsforschung sind begrenzt. Nur in wenigen Fällen gelingt es, eindeutige Ergebnisse zu erzielen. Der Mensch ist nicht Sklave seiner Gene. Ebenso wenig wird er allein durch seine Umwelt bestimmt. Essverhalten und Körpergewicht zum Beispiel scheinen von den Genen beeinflusst zu sein. Das heißt jedoch nicht, dass man sich diesem Einfluss ergeben muss. Es bedeutet lediglich, dass manche mehr um eine schlanke Linie kämpfen müssen als andere. Der Einzelne hat immer noch die Freiheit zu entscheiden. Früher war man der Auffassung, dass die Gene und die Umwelt für das Verhalten und die Entwicklung eine etwa gleich große Rolle spielen. 50 zu 50, so der Trend. Heute allerdings billigen einige Forscher dem Einfluss der Gene etwa 70% zu. Der Rest wird der Umwelt zugeschrieben. Aber diese Grenze ist flexibel und zudem höchstens ein Anhaltspunkt unter vielen. Die Forschungsarbeiten auf diesem Gebiet sind nicht einfach. Es gibt keine eindeutigen Kriterien für Verhaltensmuster. Da hat man es bei körperlichen Merkmalen schon einfacher. Man hat verglichen die Körpergröße von eineiigen Zwillingen und hat herausgefunden, dass bei 93% eine Übereinstimmung besteht. Aber es kann auch passieren, dass der eine Zwilling gerne malt und der andere das überhaupt nicht tut. Wir sind nicht die Summe unserer Gene, sondern für unsere Entwicklung spielen auch die Einflüsse der Umwelt eine große Rolle. Und deshalb kann man auch, selbst wenn man es rein technisch irgendwann mal machen könnte, nicht hunderte von beliebigen Einsteins produzieren. Der eine würde vielleicht ein guter Mathematiker werden, der andere ein guter Tennisspieler. Der Einfluss der Gene scheint im Alter etwas stärker zu werden. Vielleicht liegt das auch daran, dass unser Erlebnishunger nicht mehr ganz so groß ist. Es gibt auch nicht nur ein Alkoholiker-Gen oder das Verbrecher-Gen. Das Zusammenspiel der Gene ist sehr komplex und die Umwelt spielt eine große Rolle. Die Frage bleibt überhaupt offen, warum soll man überhaupt Menschen klonen? Die Wissenschaftler haben da ganz andere Ziele. Wir zeigen Ihnen einige Versuche dazu. Diese Maus ist etwas Besonderes. Eine gentechnisch veränderte Pharmamaus. Die Gentechniker manipulieren befruchtete Eizellen, um solche Tiere zu erhalten. Das Ziel? Die Mäuse sollen menschliche Proteine produzieren. Damit das gelingt, werden zahlreiche Kopien menschlicher Gene in die Mauseizelle gespritzt. Sie sollen in den Zellkern gelangen und dort in das Mäuseerbgut eingebaut werden. Während der Mäuseembryo heranwächst, ist nicht sicher, ob dieser Gentransfer auch geklappt hat. Und selbst wenn die Mäuschen geboren sind, weiß man immer noch nicht, ob sich der Aufwand gelohnt hat. Das menschliche Gen muss in den Mäusezellen abgelesen werden, soll es zur Produktion des gewünschten Proteins kommen. Hier hofft man auf die Aktivierung dieses Gens in den Milchdrüsenzellen der Maus, weil man dann die menschlichen Proteine über die Mäusemilch abzapfen könnte. Nicht zum Spaß wird das gemacht. Das ins Mäuseerbgut eingebrachte menschliche Gen steht für ein Arzneimittel, das so in den Mäusezellen produziert wird.
Ob das wirklich so abläuft, wie hier im Trickfilm dargestellt, zeigt sich erst, wenn die Maus alt genug ist, um gemolken zu werden. Und dieser Zeitfaktor spricht für das Klonen. Bei Mäusen ist dieser Zeitverlust zwischen Experiment und Ergebnistest nicht allzu groß, denn nach 3 Wochen werfen sie schon wieder neue Junge. Doch dafür geben Mäuse wenig Milch. Entsprechend gering ist die Medikamentausbeute. Schafe dagegen liefern genügend Milch, gemessen an ihrer Entwicklungszeit. Sie sind deshalb als Arzneimittelproduzenten gefragt in der Gentechnik. Aber Schafe lassen sich nicht wie Mäuse am laufenden Band produzieren. 5 Monate lang werden die Lämmer ausgetragen. Erst nach etwa 1 Jahr zeigt sich, ob ihre Milch auch das gewünschte Protein enthält. Und das ist meistens nicht der Fall. Effizienter könnte man auf diesem Gebiet mit Zellkulturen arbeiten. Zellen kann man sehr viel leichter mit fremden Genen ausstatten als Embryonen. Dazu muss man die Zellen zum Wachsen bringen und sie in die fremden Gene einpflanzen. Zellen lassen sich leichter und zuverlässiger darauf testen, ob der Einbau der Gene auch gelungen ist. Und würde man sogar Euterzellen kultivieren, dann könnte man noch im Labor prüfen, ob das Gen auch wirklich aktiv ist. Schließlich müsste man nur noch die erfolgversprechendste Zelllinie aussuchen und mit diesen Zellen Schafe klonen. Die entstandenen Tiere würden das gewünschte Protein sogar stets in der gleichen Qualität liefern. Ein weiterer Vorteil. Ein anderer Nutzen der Klontechnik kann darin bestehen, Tierversuche zu optimieren und auch zu reduzieren. Bevor ein neues Medikament zugelassen wird, sind bestimmte Tests an Tieren vorgeschrieben. Sie sollen gut vergleichbar und reproduzierbar sein. Für diesen Zweck wären geklonte Tiere ideal, denn Versuche mit genetisch identischen Tieren, die ein gezielt ausgewähltes Genom besitzen, könnte man problemlos miteinander vergleichen und stets wiederholen. Die Zahl der Tierversuche, so lauten die Schätzungen, könnte so auf 20% der heutigen Zahlen reduziert werden. Und das ist eine weitere Möglichkeit, das Klonen anzuwenden. Der große Panda zum Beispiel ist aus der freien Wildbahn fast verschwunden. Sein Paarungsverhalten ist so kompliziert, dass er sich in Gefangenschaft nur sehr selten fortpflanzt. Die Klontechnik soll dem großen Panda nun zu neuem Aufschwung verhelfen. So zumindest die Idee von chinesischen Forschern. Doch durch das Klonen würden ja nur genetische Kopien erzeugt. Dann gäbe es zwar mehr Pandas, nicht aber eine größere Variabilität ihrer Gene. Ob so das langfristige Überleben dieser Tierart gesichert werden kann, ist zweifelhaft. Und auch diese Idee, das Klonen einzusetzen, schwirrt in den Köpfen einiger Wissenschaftler herum. Der menschliche Klon als Ersatzteillager, aus dem man sich nach Belieben bedienen kann. Nur eine Horrorvision? Erste Schritte dazu scheinen britische Wissenschaftler zu tun. Sie arbeiten mit Fröschen. Frösche sind in ihren Entwicklungsvorgängen bereits gut untersucht. Die britischen Forscher identifizieren bestimmte Gene, die bei der Kaulquappe, dem Embryonalstadium des Frosches, zum Beispiel für die Entwicklung des Kopfes oder des Schwanzes zuständig sind. So gelang es, Froschembryonen ohne Kopf zu erzeugen. Dabei manipulierten die Wissenschaftler Froscheier so, dass die für die Kopfbildung zuständigen Gene nicht aktiv wurden. Bei anderen Embryonen
verhinderten sie mit der entsprechenden Genmanipulation die Ausbildung des Schwanzes. Sicher ist es heute nicht das Ziel, kopflose menschliche Embryonen zu klonen, um ihre Organe zu gewinnen. Vielmehr möchte man über das Klonen nur das Organ selbst im Labor herstellen. Noch ist dies auch bei einfach aufgebautem Gewebe äußerst schwierig, wie zum Beispiel bei diesem Ersatzprodukt für menschliche Haut. Das Ziel ist, einmal genau zu verstehen, wie die Genprogramme zur Entstehung des komplexen Organismus überhaupt ablaufen. Dann könnte man Zellen so umprogrammieren, dass sie sich in jedes gewünschte Gewebe differenzieren. Vielleicht kann eines Tages im Labor sogar eine Leber wachsen. Selbstverständlich werden durch diese Ziele und Möglichkeiten Teile unseres Weltbildes angetastet oder sogar zerstört. Und vielleicht ist ja auch deshalb die Gentechnik nicht so populär. Nicht jede Horrorvision ist technisch möglich, aber es bleibt genügend übrig, das sich realisieren ließe. Und es wird darauf ankommen, ob man wirklich alles machen will, was machbar ist. Sicher wird es immer wieder Gentechniker geben, die alles versuchen werden, aber die gentechnischen Möglichkeiten behutsam und sinnvoll auszunutzen, das wird die Herausforderung in der Zukunft sein. Das war's für heute. Guten Abend.